Moin Leute, wir sind hier vor der Messe und auf der Aero Friedrichshafen. Wir wollen euch jetzt mal unseren Stand präsentieren. Für die Leute, die es live nicht geschafft haben, vorbeizukommen. Und wir laufen jetzt einfach mal rein. Viel Spaß beim Video. Ja, herzlich willkommen hier bei uns auf der Aero. Wir haben dieses Jahr einen richtig, richtig coolen Stand. Für die, die jetzt nicht so vertraut sind mit dem Projekt, ganz kurz nochmal einen Kurzüberblick. Und zwar, wir stellen hier die AKX aus. Das ist ein Nurflügel-Segelflugzeug mit 15 Meter Spannweite und starker Rückpfeilung. Wie ihr euch vielleicht vorstellen könnt, dadurch, dass es so ein unkonventionelles Konzept ist, haben wir sehr, sehr viele Schwierigkeiten dadurch im Bau und Konstruktion. Aber jetzt schauen wir uns erstmal den Rumpf an. Den haben wir auch schon auf der letzten Aero ausgestellt, aber im Inneren hat sich einiges getan. Und zwar haben wir mittlerweile die Steuerung als Mockup einbauen können. Die ist sehr spannend, weil die funktioniert folgendermaßen, dass wir drei Klappen an der Endleiste vom Flügel haben. Die innere und äußere, kann man hier an diesen Hebeln sehen, schlagen gegensinnig aus bei Höhenruderausschlag. Bei Querruderausschlag schlagen alle gemeinsam aus. Und bei Wölbklappenausschlag werden diese dann sozusagen auseinandergespreizt und schlagen dann gestaffelt aus. Dazu erzählt euch jetzt Simon noch mehr und wir gehen zum rechten Flügel. Ja, der rechte Flügel hier ist jetzt in den letzten Tagen ganz frisch aus der Form gekommen. Wir haben am Samstag die beiden Schalen verklebt und am Montag aus der Form geholt, um sie hier in die Aero mitnehmen zu können. Das war das große Projekt der letzten Wochen. Und jetzt nehme ich euch einfach ein bisschen mit. Wir haben hier zum einen mal die drei Steuerstangen für die Klappen, die an der Hinterkante verteilt sind, die eben Höhenruder, Wölbklappe und Querruder ineinander vereinen. Dann haben wir hier vorne noch die Steuerstangen für Bremsklappe und die äußere hier für das Seitenruder, das dann nachher ganz außen im Winglet sitzt. Und jetzt würde ich einfach ein bisschen weiterlaufen. Das sehen wir hier. Was hier so die orangene Wachsplatte darstellt, wo die Bremsklappe später mal sein wird. Da wird die Schale noch aufgesägt, um eben die Bremsklappe freizulegen. Wenn wir hier ein bisschen weitergehen, dann sieht man hier noch mal ein paar Steuerstangen. Wir haben hier einen Durchbruch durch den Holm für die Steuerstange von der Bremsklappe. Aus dem Grund, weil wir an einer weniger kritischen Stelle diesen Durchbruch machen mussten. Dadurch wird jetzt die Bremsklappe eben von außen angesteuert und nicht, wie es klassisch beim Segelflugzeug der Fall ist, von der anderen Seite, also von hier. Das ist eine interessante Sache und der zweite Durchbruch, etwas weiter außen, ist für das Seitenruder und diese Steuerstange geht dann bis zur Flügelspitze, wo dann das Winglet sitzt. Und dazu erzählt euch jetzt Kilian was. Ja, hier sehen wir die Form der Oberschale des linken Winglets. Das liegt daran, dass es leider nicht ganz bis zur Aero hat fertig werden können. Aber dadurch können wir hier einen tollen Einblick in das Innenleben unseres Winglets geben. Wir haben nämlich schon alle strukturellen Teile des Innenlebens hier fertig zum Ausstellen und noch ein Mockup der Steuerung des Seitenruders da. Man sieht hier zum einen zwei Rippen, die dann die Kräfte der Steckung an den Flügel aufnehmen werden. Hier haben wir den großen Holmsteg. Der Holmgurt ist schon mit in die Schale infiltriert, deswegen ist er hier schwer zu erkennen. Und hier die Endleistenstege. Die Steuerung des Seitenruders wird eigentlich erstmal über einen ganz normalen automatischen Ruderanschluss, wie man ihn von konventionellen Segelflugzeugen kennt, vom Flügel angenommen. Geht dann hier über eine Steuerstange und einen Umlenkhebel dann durch und wird dann noch später durch den Endleistensteg an das Seitenruder gehen, sodass man hier über dann jetzt einen Mockup-Gelenkkopf erstmal nur das Seitenruder ansteuern kann. Ja, und wie so ein Winglet dann später fertig aussehen kann, das könnt ihr dann hier drüben bei David am Bruchwinglet sehen. Ja, hier außen am Flügel befinden sich die Winglets bei der AKX. Hier haben wir jetzt das Bruchwinglet ausgestellt. Eigentlich würde sich das hier am Flügel befinden. Wir haben aber den Bruchversuch schon durchgeführt
und danach, um den Bruch zu analysieren, das Winglet einmal auseinandergesägt. Ja, da der Bruchversuch schon erfolgt ist, haben wir das Winglet einmal hier auseinandergeschnitten, um die Schäden analysieren zu können. Hier sieht man auch nochmal sehr gut die von Kilian schon erwähnte Bauweise. Wir haben hier die Außenschale, dazwischen einen Stützstoff, noch das Innenlaminat. In der Schale befinden sich auch die Gurte, die man hier im dickeren Bereich sieht. Dazwischen noch die Stege und hier noch ein Rest von dem Einbauteil. Hier vorne kann man außerdem noch die Verklebelippe in der Nasenleiste sehen, die eben Oberschale und Unterschale großflächig verbindet. Im Bruchversuch haben wir eben einen dominierenden Lastfall getestet. Das entspricht einer seitlichen Höhe von ungefähr 15 Meter pro Sekunde bei einer Flugzeuggeschwindigkeit von 195 km/h. Wie das Ganze abgelaufen ist, könnt ihr auch nochmal in unserem Video zum Bruchversuch sehen. An sich ist dann aber hier folgender Schaden entstanden. Durch die Rückpfeilung hier entsteht auch ein Torsionsmoment auf die Schale und schlussendlich, nachdem wir eine Sicherheit von 2,2 erreicht hatten, ist hier die Endleiste leicht gebeult. Dadurch wurde die Torsion vermehrt hier im vorderen Bereich übertragen, wodurch auch hier die Schale nochmal leicht eingebeult ist, ein Anriss entstanden ist und schlussendlich das ganze Winglet vor allem auch an der Unterseite einmal komplett durchgerissen ist. Ja, so viel zum aktuellen Stand bei den Winglets. Neben den fliegenden Winglets arbeiten wir natürlich gerade auch hauptsächlich am Innenausbau vom Rumpf. Und da kann ich euch nochmal kurz eine Baugruppe zeigen, die da wesentlich aktuell in Entwicklung ist. Das ist nämlich hier das vordere Fahrwerk. Dieser Aufbau zeigt mal, wie das ungefähr im Rumpf eingebaut ist. Hauptsächlich bestehen die Teile jetzt hier noch aus Kunststoff-3D-Druck. Das ist einfach dazu da, um den Bauraum um die Teile auszuprobieren, ob das alles reinpasst. Eine große Herausforderung ist nämlich einfach der enge Bauraum vorne in der Rumpfnase. Das Fahrwerk hat hier natürlich einfach ein normales Rad. Das wird hier über die untere Gabel gehalten. Wir haben hier zwei relativ große Federdämpfer mit Kunststoffelementen. Und angebracht ist das Ganze an der vorderen bzw. an der oberen Gabel, die so ziemlich das Hauptbauteil des Fahrwerks darstellt und eben mit dem ganzen Fahrwerk auch einklappt. Hier hinten sind noch die Knickstreben und der Hydraulikzylinder, mit dem das Ganze aktuiert wird. Und vorne in der oberen Gabel befindet sich auch noch die Hubkupplung für den Flugzeugschlepp. Mal noch zum hinteren Fahrwerk ganz kurz. Da ist aktuell der Stand immer noch, dass die Einzelteile soweit fertig sind. Diese werden dann in naher Zukunft verschweißt und dann kann das hintere Fahrwerk auch eingebaut werden. Außerdem haben wir hier noch das Trimgewicht liegen. Das wird später hinten am Rumpf montiert. Damit können wir dann verschiedene Schwerpunktlagen einstellen, um diese eben zu erproben oder verschiedene Schwerpunkte fliegen zu können. Jo, ich hoffe, euch hat das Video heute hier von der Aero gefallen. Freut uns immer riesig, das positive Feedback in den Kommentaren zu lesen. Ich bin derjenige, der die Videos schneidet und auch viel davon filmt. Und das ist einfach richtig geil, das zu lesen. Es motiviert auch die Gruppe richtig, an den Projekten weiterzuarbeiten und auch mit den Videos weiterzumachen natürlich. Wenn ihr noch Fragen habt, dann schreibt die einfach in die Kommentare oder schaut unsere anderen Monatsupdates von der AKX. Da gibt es auch inzwischen eine Playlist dazu. Und ja, dann bis zum nächsten Video. Like das Video und abonniert unseren Kanal, wenn ihr nichts verpassen wollt. Ciao.